Hallo, hier ist der Treiber. Wenn der Abfluss mal verstopft ist, was nimmt man dann? Pömpel. Und nicht Pülverchen oder so. Pömpel ist meiner Meinung nach das Beste, was gibt. Weil ich mal beobachtet habe, viele Menschen benutzen den falsch. Dann kann der gar nicht funktionieren. Dann zeige ich das jetzt mal, wie das geht. So, hier ist ein normaler Waschtisch, Waschbecken. Die meisten Leute setzen den Pömpel einfach hier an und pumpen. Das kann nicht gehen. Wenn der Abfluss natürlich verstopft ist, ist das hier voll Wasser. Dann ist egal, ob jetzt keiner ist und zu Demo-Zwecken reicht das. So, warum das nicht funktioniert, zeige ich jetzt. Hier, jeder Waschtisch hat einen Überlauf. Und darunter ist ja diese Siphon. Aber hier, das hier geht so entlang und direkt hier hoch im Ablauf. Was passiert, wenn man hier drückt? Gar nichts. Sonst machen wir Feuerzeug hier an. Oh, mal sehen, ja. Da, aus. Aus. Weil da kann sich kein Druck aufbauen, weil hier ein Loch drin ist. Und da geht die ganze Luft raus. Also ich mache das immer so. Viele machen das nur mit dem Waschlappen hier drauf, um das hier dicht zu halten. Aber das kriegt man nicht so hundertprozentig dicht. Dann nehme ich Weiß. Moment. Klebeband. Einfach über das Loch kleben. Da habe ich gerade gehört, meine Frau ist nach Hause gekommen. So, zur Vorsicht. Klebe ich noch ein Klebeband drauf, weil es soll ja nicht fliegen gehen. Und den Waschlappen benutze ich nachher auch. Weil da baut sich nämlich jetzt gleich ein schöner Sog und Druck auf. Weil der kann ja hier nicht mehr entweichen. Und wenn ich mal dabei bin, dann kann ich direkt mal unsere Siphon durchspülen. Wenn man das alle paar Monate machen würde, dann wird er auch, glaube ich, nicht so schnell verstopfen. Aber wie das eben so ist, das vergisst man. Und Wasser dabei laufen lassen. Warm Wasser. Ist immer besser, da löst sich dann alles besser auf. So, und ich halte den Waschlappen noch hier vor, damit das Klebeband nicht fliegen geht. Und jetzt werde ich die Siphon mal ein bisschen durchspülen. Da entsteht direkt ein Sog. Hin und her geht das. Oh, kommt da direkt drauf. Und da ist die Siphon jetzt gleich wieder frei. Ja, liebe Leute. Das war's. Oh, das hoffen wir jetzt schon ab. Ich sag mal, bis dann. Euer Treiber. Hallo, hier ist der Treiber. Wenn der Abfluss mal verstopft ist, Hallo, hier ist der Treiber. Ich wollte mal... Hallo, hier ist der Treiber. Ich wollte mal zeigen, wie einfach... Stopp.